Es ist nicht mit dem Gesundheitsmechanikern, es ist auch noch nicht spät nachts, aber ich freue mich ganz besonders, euch einzuladen zu einer besonderen Gesprächsrunde. Und ihr werdet jetzt überrascht sein, wen ich als Gast habe, nämlich wieder mal die Catherine Turner. Und ich freue mich ganz besonders. Liebe Grüße nach Salzburg, meine Liebe. Liebe Grüße nach Wien und ich freue mich auch. Du hattest, na, wir hatten eigentlich einen Kontakt, gell? Und aus dem Kontakt hat sich dann dein Impuls ergeben, dass du gefragt hast, möchten wir Sendung machen? Und ich habe gesagt, ich mache aber keine Geopolitik mehr. Und dann hast du gesagt, nö, macht nichts, bin offen für anderes. Ja, so ja. Haben wir uns jetzt wieder getroffen. Das hatten wir ja schon, bevor es da ja ein paar Unstimmigkeiten gab, gesagt, dass für dich jetzt eher die Geopolitik passé ist und du dich auf das Spirituelle konzentrierst. Und das ist ja eh schon länger dein Weg, den du beschreitest jetzt, ne? Also ich würde gar nicht sagen, also wenn ich beschreiben soll, was passiert ist, dass ich einen anderen Blick einfach auf das Geschehen habe und dieser andere Blick ermöglicht es mir nicht mehr da so einzusteigen in dieses Huch und ach Gott und was passiert da wieder und was machen sie wieder und so weiter. Also es ist irgendwie so ein ich kann das aus so einer Gelassenheit heraus betrachten, aber dann macht es eigentlich keinen Sinn, diese Phänomene immer nur wie so ein Kaninchen oder wie eine Schlange, irgendwie Kaninchenschlange, das fällt mir immer ein, mit so starren Augen immer das Geschehen zu betrachten oder zu beobachten. Das sehe ich nicht als sinnvoll an, sondern viel eher einfach die Frage, mit welchem Blick betrachten wir denn das Leben? Und das Leben ist nicht unbedingt das Geschehen und die Welt der Phänomene. Das ist der Grund, warum ich gesagt habe, ich klinke mich da jetzt aus, ich nehme das, was da im November passiert ist, als Anlass. Und das hat sich ja dann fortgezeigt, dass ich immer mehr aus alten Formaten raus bin. Und das Leben führt mich ja. Und dann, aber da wären wir eh schon mitten im Thema, oder? Das Leben, ein Kurs in Wundern. Ein super Thema, das du da gewählt hast und weil es jeden betrifft. Und ich glaube, jeder von uns wundert sich tagtäglich, der eine über die Politik, der andere über was so gerade draußen passiert. Aber ja, oder im eigenen Umfeld wundert man sich immer wieder, da kommen dann Verletzungen oder Täuschungen, all das, was wir alle durchgemacht haben. Aber wichtig ist es, glaube ich, immer, dass man das aufarbeitet, ja. Reflexion ist ganz, ganz wichtig. Es hat alles einen Sinn. Du sagst es, es hat alles einen Sinn. Das bringt mich zu etwas, was sich für mich als Gesetzmäßigkeit herauskristallisiert hat im Laufe der Zeit. Am Anfang war es nur eine Vermutung, oder nein, ich würde so sagen. Also ich habe diesen Satz, das Leben hat immer recht. Wenn ich jetzt mein früheres Leben und mein früheres Ich betrachte, dann hätte die wahrscheinlich mir den Vogel gezeigt und sagt, wie bitte, das soll, ne? Die ganzen Missbrauchsgeschichten und alles, was man erlebt hat im Leben, das Leben hat immer recht, was soll denn der Scheiß? Und das stimmt natürlich nur dann, wenn man auch irgendwie auf Kurs ist und mit sich verbunden ist, wenn man irgendwie eine fixe Idee hat und mit seinem Willen sich irgendwo hinein verfräst, dann ist man auf Abwägen und dann kriegt man halt, also auch da hat das Leben immer recht, aber es ist halt nicht unbedingt angenehm. Aber seit Jahren ist es so, dass ich merke, das ist tatsächlich für mich eine Gesetzmäßigkeit, dieser Satz, das Leben hat immer recht. Und ich glaube, Manuel, wenn wir zu dir und deinem Leben kommen, ich weiß ja nur über deine, ja, ich weiß nicht, ob es dein letztes dramatisches Erlebnis war, aber über das weiß ich ein bisschen Bescheid. Und da hast du ja im Nachhinein, wenn ich das richtig verstanden habe, auch gesagt, irgendwie hatte das Leben dennoch recht, oder? Du sprichst den Brand jetzt vermutlich an. Genau, ja. Das ist etwas, ich spreche auch ganz offen drüber, das wünscht man natürlich seinen schlimmsten Feind nicht, wenn man ein empathischer Mensch ist. Ich meine, man flucht schneller mal, dem wünsche ich dieses und jenes, aber in Wahrheit wünscht man sowas niemandem, wenn man nichts mehr hat. Und ich bin aber sehr, sehr dankbar, weil es gab mir zum einen mal die Chance, viel Ballast, man verliert viel Ballast, man verliert natürlich auch Dinge, die einem sehr am Herzen gelegen sind, Kleinigkeiten wie Fotos und sowas, das ist halt nicht mehr herzustellen. Aber auch irrsinnig viele Dinge, von denen man sich eigentlich immer wieder hätte trennen, schon längst trennen können und sollen, aber es nie gemacht hat. Beispiel halt meine Schallplattensammlung. Ich hatte eine riesige Schallplattensammlung. Natürlich tut es mir um einige leid, also da waren Raritäten dabei, aber es waren auch Schallplatten dabei, die nicht besonders, die habe ich mir nie mehr angehört und die würde ich mir in 10 Jahren nicht mehr anhören, wenn du weißt, was ich meine. Solche Sachen. Und es gab mir dann auch die Möglichkeit, vor allem, und das ist der wichtigere Punkt, warum ist es jetzt so weit gekommen? Es hatte natürlich zum einen mit meiner Arbeit zu tun, aber ich habe das dann auch zum Anlass genommen, ein bisschen demütiger an das Leben heranzugehen. Weil ich bin ja wirklich noch von Glück gesegnet. Ich bin mit dem Leben davongekommen. Meine Hündin ist vom Leben, mit dem Leben davongekommen. Und ich hatte das Glück, Menschen wie dich, wie einen Peter Denk und andere zu haben,
also und vor allem eure Community und dann meine Community, unsere Community, die sich da auch solidarisch gezeigt hat und mir wieder auf die Beine geholfen hat, ja, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Ja, dann weiß man, wen man hat oder was man hat. Es erinnert viel an die Menschen im Ahrtal, die auch alles verloren haben. Ne? Und weißt du, mich hat deine Geschichte auch ein bisschen erinnert. Ich habe mir von die Anke Ewerts da angehört beim Van Frieden. Die hat erzählt, dass sie quasi lichterloh gebrannt hat und dass das bei ihr zu einem vollkommenen neuen Leben geführt hat, dass sie mit ihrem alten Leben so am Ende war. Ich hatte sie übrigens gefragt, ob sie eine Sendung mit mir machen will, aber sie hat zu viel zu tun. Wie auch immer, mich hat das, was sie erzählt hat, sehr an das erinnert, was mir passiert ist. Ich meine, bin nicht lichterloh gebrannt, um Gottes Willen. Es ist mir auch nicht an die Physis gegangen. Mir ist es an die Psyche gegangen. Es war ein psychisches Sterben. Aber dieses Gefühl, es ist etwas komplett zu Ende und es lässt sich auch nicht mehr herstellen und du willst es dann auch nicht mehr herstellen, sondern du findest, also es ist tatsächlich, ich glaube, da ist jetzt die Parallele, dass du etwas wird verbrannt, etwas wird kaputt gemacht, es ist definitiv gestorben und im Humus, in der Asche, findest du dann wirklich das neue Leben. Ich glaube, das ist das, wo ich die Parallele sehe zwischen dem, was da bei dir passiert ist und bei dieser Anke Ewerts, was sie so beschreibt, sie hat ein Buch darüber geschrieben, und das, was ich erlebt habe. Weil es ist tatsächlich so, dass nichts mehr, also bei mir war es so, nichts mehr war so wie vorher. Ich habe das aber lange Zeit nicht einordnen können und im Grunde genommen habe ich erst jetzt wirklich den Schlüssel dazu gefunden, weil was passiert ist, ich habe aus einem neuen Ich herausgeblickt, aus einer anderen Art des Sehens. Ich habe schon alles noch wahrgenommen, was ich auch wahrgenommen habe, aber ich habe es völlig anders eingeordnet. Ich hatte einen völlig anderen Bezug dazu, eine andere Einstellung dazu, eine andere Haltung. Dinge, die mir früher, und das war jetzt nicht bei einzelnen Sachen, weißt du, da würde man, sondern es war wirklich bei allem, zu allem. Also Dinge, die mir vorher wichtig waren, waren völlig unwichtig. Dinge, die ich nicht bemerkt habe, wurden mir auf einmal gewahr. Und umgekehrt, andere habe ich gemerkt, die Banalität, die kam nicht mehr an mich heran. Und der Blick, mit dem ich auf die Welt geschaut habe, war ein vollkommen anderer, nach dem, was ich da jetzt vor 7 Jahren oder 8 Jahren, ich vergesse immer, also ich, das ist im anderen Leben erlebt habe. Detailliert darauf eingehen oder ist das zu intim? Nein, überhaupt nicht. Also ich wollte es jetzt nur nicht immer wiederholen, weil das ist so, also die Geschichte, viele kennen sie, ne? Aber was halt damals war, ist, dass ich wirklich mein Leben lang, muss ich sagen, so mit diesem Seelenpartner und Dualseele und was weiß ich war da extrem auf diesem mit dem Seelenpartner sich verbinden und wie auch immer und hatte da ja auch viele Enttäuschungen oder ach, keine Ahnung, wie man das jetzt immer nennen will, du weißt schon, also ungute Sachen halt erlebt, ne? Oder wirklich heftige Beziehungen und auch die Ehe und so weiter, das war alles schon in die Brüche. Und dann habe ich halt einen Mann kennengelernt und es sah wirklich so aus wie, ja, jetzt reiten wir zusammen in den Sonnenuntergang. Und das war 5 Jahre lang eine Realität oder halt eine, was mir als Realität erschien und geendet hat das wirklich in einem Entlarven, in einem, also einem Verrat, ja, ich habe es, also ein Verrat, der nicht, der war existenziell, der war archetypisch, der war nicht nur jetzt individuell. Ein Verrat, der wirklich, also nicht nur, wenn man nur die Tatsachen hört, dass er mit einer 30 Jahre Jüngeren da irgendwie parallel sich da eingelassen hat und ich aber mit mir, also das ein Ferienhaus und so weiter, also in finanzielle Kalamitäten, ne, wo es geheißen hat, ja, er hat ja eine Lebensversicherung, bei ihm kommt das später und so weiter. Also, aber das sind jetzt alles nur, es geht oft, das kann man dann nicht vermitteln, weißt du, es geht um die, wie das genau passiert, war so, dass ich mich nachher gefragt habe, da kann nur die ganzen 5 Jahre Lüge gewesen sein, sonst erschließt sich das nicht, weil ein Mensch, den man liebt, mit dem kann man das nicht machen. Oder wenn man nur halbwegs sich in den Spiegel schauen will, kann man das nicht machen. Und das war, ich habe es als oft beschrieben, 2 Jahre lang eine Agonie. Also ich bin rausgeflogen aus wie das Küken aus dem Nest. Also zwei Jahre lang in diesem kompletten Nicht-Verstehen und was ist passiert und Trauer und die ganzen Kübler-Ross, die ganzen Stadien, weißt du. Auch was du beschreibst, ne? Ich erinnere mich, du hast beschrieben, dass du dann irgendwo untergekommen bist. Also dieses Gefühl von wegen gerade mal irgendwie überleben und es geht nur noch ums Existenziellste, weil alles andere, ob das jetzt auf der physischen oder auf der psychischen Ebene ist, aber auf jeden Fall das Lebensgefühl ist, als würde alles zum Stillstand gekommen sein, alles zum Halt und nichts ist mehr gültig von vorher. Und das hat bei mir 2 Jahre gedauert, dieses Hadern auch, weißt du, und dieses nicht verstehen, also wirklich nicht verstehen. Und
ich habe es oft beschrieben, ich bin dann im absoluten Vakuum gelandet, im absoluten Nichts, wo ich mir auch nichts mehr reinziehen wollte erstmal. Ich meine, das ist teilweise immer noch so geblieben. Nichts mehr, also die Außenwelt, ich habe gemerkt, die Lüge. Ich habe auf einmal, indem ich diese Lüge erlebt habe und sie sich mir gezeigt hat, habe ich auf einmal, jetzt nicht als Projektion, wie man meinen könnte, dass ich überall nur noch Lüge sehe, sondern mir war auf einmal klar, die Nachrichten, die Geschichten, die uns präsentiert werden, es ist alles Lüge. Du schaust mit einem anderen Blick auf einer anderen Ebene und schaust durch die Dinge durch und erkennst, es ist das, was Nikola Tesla gesagt hat, der hat gesagt, die Wahrheit ist immer da, sie ist nur vielleicht unten drunter. Und auf einmal hatte ich diese Fähigkeit, es zu sehen und es zu enttarnen. Und dementsprechend war es ja auch, dass ich mich dann lange erst einmal mit diesen Phänomenen beschäftigt habe, mit der Geopolitik und so, bis ich jetzt erkannt habe. Quasi dein Startschuss, dein großer Aufwachprozess, mehr oder weniger. Ja, das finde ich interessant mit diesem Wort Aufwachen, weil, weißt du, ja, Manuel, ich bin seitdem ich pubertierend bin, ja, bin ich, also ich habe Wilhelm Reich mit 18 gelesen, ich habe C.G. Jung mit 20 gelesen. Also ich habe ein Seminar nach dem anderen, eine Ausbildung nach der anderen. Ich hätte mich, das habe ich oft schon erzählt, ich hätte mich als grandios aufgewacht bezeichnet. Aber letztendlich war ich da immer noch in dieser Konditionierung drinnen. Ich musste erst jede Sicht verlieren, jeden Bezug, jede Beziehung, alles verlieren. Diese Welt war erstmal völlig enttarnt, auf Null gestellt, angehalten. Und erst danach, nach 2 Jahren habe ich das erste Video gemacht, weil ich gemerkt habe, ich kann hier etwas vermitteln. Aus diesem Raum heraus habe ich gesprochen. Und offensichtlich hat dieser Raum anderen, oder er war ihnen vertraut. Genau, irgendwie war er ihnen vertraut. Auch wenn ich am Anfang vielleicht herumgestochert habe, weil ich ja selbst nicht wusste, wie kann ich das benennen. Wenn du in einem Raum aufwachst, den du nicht kennst, oder ein Feld, weil es ist ja eher ein Naturraum. Wie kannst du das dann, ich meine, man versucht dann irgendwie einen Ausdruck dafür zu finden. Aber jetzt habe ich so lange von mir geredet. Wie ist da irgendetwas, wo du sagst, das entspricht dem, was du erlebt hast? Nee, es ist ähnlich bei mir gewesen. Also diese Phase, gehen wir wieder zurück zu meinem Band, wo ich dann einmal vieles hinterfragt habe, vor allem auch mich selbst. Also was habe ich vielleicht falsch gemacht, dass es jetzt nicht nur zu dem Brand gekommen ist, sondern auch vorher schon. Ja, ich habe da ziemlich viele, man beginnt dann über 100 Ecken, dieses und jenes, ich habe vielleicht auch zu viele Dinge zerlegt, aber rückwirkend betrachtet denke ich, dass es mir insofern gut getan hat, weil ich vieles gelassener sehe heute als damals. Ich lasse mich zum Beispiel nicht mehr so leicht triggern, mich auch selbst nicht mehr so wichtig. Ja, ich kann mich selbst am besten lachen. Das sind alles also so Eitelkeiten. Natürlich, ein bisschen eitel sind wir alle, aber es, da habe ich viel, ist mir vieles nicht mehr wichtig. Und ja, auch irgendwie Dankbarkeit, Demut. Einfach Demut ist das Wort. Ja. Ich habe viel an Demut gewonnen. An Dankbarkeit auch. Ja. Was man als selbstverständlich nimmt. Und wenn man mal solche Erlebnisse hat, dann erkennt man, ja, es ist leider nicht selbstverständlich in unserem Leben. So. Weißt du, das finde ich sehr interessant, weil diese Dankbarkeit und Demut. Ich hatte da jetzt nach meinem letzten Blick ein paar Kommentare, da ging es nämlich auch um Demut. Und das gibt ja ein paar, die dann gerne in den Kommentaren das einfordern. Ne? So nach dem Motto, ich sage jetzt ein bisschen übersetzt, ein bisschen Dankbarkeit oder ein bisschen Demut täte dir gut. Und da habe ich gesagt, Demut und Dankbarkeit ist etwas, das kann man nicht einfordern. Das kann man nicht vom anderen einfordern. Denn wenn du Demut vom anderen einforderst, dann bist du sofort im Macht- und Machtmissbrauchsbereich. Demut ist etwas, das kann derjenige empfinden aus sich heraus. Das ist eine ganz, ganz intime Angelegenheit und nicht eingefordert werden. Und das finde ich so interessant, dass oft so an den anderen herumgefummelt wird und dann vom anderen was verlangt wird. Und dann ist das das alte System. Ne? Weil es geht darum, wie du ganz richtig sagst, Dankbarkeit ist etwas, das kann ich empfinden. Oder Demut, das ist etwas, das ist größer als die Menschen. Es geht nicht darum, dass ich demütig vor anderen irgendwie auf der Erde herumschlurfe. Und darum geht es nicht. Ich kann anderen dankbar sein, das kann ich. Aber demütig bin ich dem Leben gegenüber, dem Göttlichen gegenüber, dem Größeren gegenüber, etwas, was größer ist, als wir es uns vorstellen können, als wir Menschen es ermessen können. Das heißt, es ist größer als wir. Es ist größer als wir, ja, richtig. Mhm. Und ich denke mir halt, also ich sah ja eine Zeit lang diese letzten 2,5 Jahre in der offenen Psychiatrie, also du weißt schon, diese koronisierten Lagen, ein wenig als Chance. Nur
ich bin jetzt ein bisschen, also ich bin jetzt nicht pessimistisch, und, aber eine Spur realistischer geworden. Die Menschen vergessen zu schnell. Kaum wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben, ist das von gestern schon nichts mehr wert. Und irgendwie, das ist etwas, was mich an der Gesellschaft stört. Ich meine, es empört mich nicht. Ich nehme es halt zur Kenntnis und mache es für mich anders. Oder versuche es täglich anders zu machen. Aber ich erkenne halt das, und das ist aber auch Natur des Menschen. Wir sind über Jahrzehnte hinweg so konditioniert worden, durch die Schule, durch die Sozialisierung in der Familie, dass es vielleicht jetzt auch von mir ein bisschen anmaßend ist, weil ich vielleicht eine andere Bewusstseinsstufe habe, du schon eine andere Bewusstseinsstufe, und andere haben die halt noch nicht. Deswegen zum Thema Aufwachen. Ich tue mir jetzt nicht schwer mit dem, oh, ich bin aufgewacht. Weil ich sage, ich bin nicht aufgewacht. Ich bin am Aufwachen, jeden Tag aufs Neue. Und ich sage, wir haben alle unterschiedliche Bewusstseinsstufen. Aber dieses, der ist ein Schlafschaf und der ist aufgewacht, ich bin aufgewacht. Puh, also da wäre ich ganz, ganz vorsichtig. Ja, aber das ist ja spannend. Das ist ja genau dasselbe, was ich jetzt gerade gemeint habe. Dass dieses am anderen herumfummeln und herumpolieren und einfordern und so weiter. Und weißt du, was das ist? Du redest von der Konditionierung. Und ja, es ist eine gesellschaftliche Konditionierung, und die hat sehr stark mit dieser Soziologie begonnen. Was ist die Soziologie? Die Soziologie ist die Lehre von der Gesellschaft. Und diese Vergesellschaftung, du musst dich einordnen in eine größere Gemeinschaft, und das auf Kosten deiner Individualität. Und wir sind aber im Moment, wenn du überhaupt vom Aufwachprozess redest, ich mag ja das Wort nicht, aber dann wären wir ja in einem Individuationsprozess. Das heißt also, das kann jeder nur für sich. Ich kann nicht am anderen rumfummeln und vom anderen einfordern, er möchte doch jetzt endlich bitte irgendwie hier mal hier in seine Individuation kommen. Das macht jeder nur für sich. Das heißt, ich halte auch nichts davon, weißt du, Manuel, dass wir schauen, wie viele sind jetzt da und sind sie. Ich mache die Arbeit hier, weil ich etwas anbiete für diejenigen, die offen dafür sind und die diesen Weg gehen, damit sie nicht alleine sind, damit ich ein bisschen vielleicht Vorreiter bin oder den Weg schon bereits vorgegangen bin. Denn ich meine, wir wissen, jeder, der den Weg vorgegangen ist, hat den Weg für die anderen schon ein wenig aufbereitet. Er muss es dann nicht mehr so hart erleben, ne? Aber ansonsten werde ich einen Teufel tun und mich dafür verantwortlich fühlen, dass die ganze Gesellschaft, die Gesellschaft gibt es ja gar nicht. Die Gesellschaft ist ein Abstraktum. Die Gesellschaft besteht aus lauter Individuen. Und ich wende mich in meiner Arbeit nur an Individuen, an einzelne Menschen. Ich wende mich an keine Community und auch nicht an eine Gesellschaft und keinen Verein und keine Vereinigung. Und von daher, weißt du, ich denke, auch wenn jetzt, ich weiß nicht, schauen uns 3 oder 4 Zuschauer zu. Ich habe ja überhaupt nicht geteilt, weil ich das irgendwie, ich kam gar nicht mehr dazu. Jetzt sind auf ZensurTube sind 62, und auf den anderen müsste ich schauen, wir werden so um die 100 Leute gerade haben. Das ist ja unglaublich. Hattest du es früher gepostet, oder? Weil ich habe es jetzt gerade erst rausgehauen. Ja. Aber es ist egal, weißt du, ich sage, das ist mir egal. Wenn ein Mensch darunter ist und der versteht, worüber wir hier reden, ja, wunderbar, weil es ihm etwas bringt, weil er dadurch etwas abgleichen kann. Er kann erkennen, ich bin da jetzt, die sind da irgendwann an einem ähnlichen Punkt oder sie waren es. Weil du noch dieses ewige, wie weit ist jemand, ne? Das finde ich auch so toll, dieses wie weit sind wir im Aufwachprozess. Das setzt immer diese lineare Zeitlinie voraus, ne? Dass wir von A nach B müssen, und dann sind wir angekommen. Und dann können wir uns in die Kiste legen und können abnippeln, also sterben. Nein, Scherz, das ist ja vollkommen bekloppt. Es ist wie jeden Tag erleben, weißt du, da kann ich auch nicht sagen, wie weit bin ich. Ich stehe in der Früh auf und lebe meinen Tag, und am Abend ist es wieder abends. Das heißt, es gibt hier kein Ankommen und es gibt hier kein weiter oder weniger weit. Die Frage ist, mit welchem Blick betrachte ich es? Und du kannst von einer Sekunde auf die andere so, peng, und du bist hellwach und schaust mit anderem Auge drauf, und dann hast du aber das Ganze mit anderem Auge erfasst. Das heißt, dieses doofe, blödsinnige, wie weit bin ich, so nach dem Motto, wir müssen arbeiten, und wenn wir uns genug abgeschuftet haben, dann kommen wir irgendwann einmal an. Ja, das ist genau dieses Hamsterrad, das ist genau die Falle. Ne? Mir geht es ja auch nicht, also zum Beispiel für viele innerhalb dieser Szene, oder einige, viele weiß ich jetzt gar nicht, geht es ja da auch um Clickbaits und um Reichweite und dies und das. Natürlich ist es auch schön, wenn man eine gewisse Reichweite hat, aber ich hatte zum Beispiel schon einen größeren Telegram-Kanal, und den habe ich dann abgegeben, weil ich gesagt habe, ich möchte lieber einen kleinen haben, wo nur ich poste, und dafür ist es exklusiver, und ich habe dann lieber weniger Leute und weiß, die auch. Also ich habe jetzt so die riesen Rattenschwanz,
wo die Hälfte das dann eh nicht irgendwie peilt, jetzt überspitzt formuliert. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass alle Kanäle, die viele Follower haben, die Hälfte Idioten sind. Das möchte ich damit nicht sagen. Aber ich möchte halt eher, lege Wert darauf, dass ich Leute habe, die auch verstehen, was ich mache, wie ich es mache. Und weil du den Weg eben vorher angesprochen hast, ich sehe mich da auch so. Und das bekomme ich auch als Feedback zurück. Irrsinnig viel Dankbarkeit. Danke, dass du uns auch mal zum Lachen bringst. In dieser Scheißzeit, die wir da hatten, haben sich irrsinnig viele bedankt, dass ich mich da zum Kasperl gemacht habe. Ja, aber für mich, mein Job ist dann, ja, die Leute lachen und das war eh so eine furchtbare Zeit. Dann war ich da gerne mal der Pausenclown mit meinem Satireformat. Und das passt. Und was, jeder hat so seine Bestimmung und ich bin auch niemandem was neidig. Etwas, was ich ja auch noch irgendwie, solange wir diese Muster nicht ablegen, und das ist immer bei der Konditionierung, auch innerhalb der kritischen Menschen, da sind mir die Eitelkeit und die Egos bei manchen, aber das sind mir bei der Bewusstseinsstufe. Ich werfe das niemandem jetzt direkt vor, ich spreche auch niemanden jetzt direkt an. Ich merke nur so immer wieder, dass es halt nicht meins ist. Es ist halt dann, wenn es passt in dem Moment, ist es so, dann akzeptiere ich das, aber meins ist es halt in dem Moment nicht mehr. Aber, weißt du, konntest du mir jetzt folgen? Ja, natürlich, natürlich. Und ich meine, es ist ja auch, wie du sagst, so breiter aufgestellt. Ist ja auch ganz natürlich. Erstmal breiter aufgestellt, dann hat es sich noch nicht rauskristallisiert. Und dann ist das so ein bisschen wie mit diesen Wurzeln, die so, wenn die Erde so abgeschüttelt wird und so und alles, was nicht mehr gut für die Erde ist, das wird abgeschüttelt und irgendwie, oder auch durch ein Sieb, durchgesiebt, ne? Und dann, man sagt ja so schön, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Also ich weiß, wovon du sprichst, ne? Ich hatte ja, 165.000 Mal mit meinem YouTube-Kanal, dann ist der gekillt worden, zweimal gekillt worden. Und dann diese Aktion im November hat sicherlich dazu geführt, ne, als wir uns da getrennt haben, wir drei, aus unserer Dreier, also nicht jetzt wir, sondern damals, das im November, da habe ich gemerkt, ja, die haben weiterhin sehr breit bedient, also ne, von den Klickzahlen und her, das ist auch offensichtlich. Und bei mir, das wird immer, immer pointierter. Also ich merke, mittlerweile wird das schon so speziell, ja, dass das, glaube ich, nur noch sehr wenige überhaupt verstehen, wo ich da weitergehe, weil es eben zugespitzter wird, weil es irgendwie erschlankt, weil vieles wegfällt, was nicht mehr, was hinfällig ist. Was, ne, zuerst war das die Geopolitik, dann war das auch, ja, letztendlich auch mit den Rheinwiesen und so und William Toll. Also nicht, ich rede nicht gegen William Toll, ich stehe zu William Toll. Ich habe nur gemerkt, dass ich mich auch aus dieser Arbeit jetzt zurückgezogen habe, weil das einfach, da wurden Artikel in Österreich online und so weiter, die ganz, ganz krass waren in die wirklich wo mir Rechtsradikalität und ich weiß nicht, was unterstellt wurde. Und das schadet dann auch der Community, schadet auch William Toll. Das heißt, zu erkennen, okay, auch aus dieser Arbeit, weißt du, mich zurückzuziehen. Und wie du sagst, jetzt gehe ich nur noch sehr, sehr, sehr präzise mit dieser Bewusstseinsarbeit. Und da kommen nur noch ganz wenige mit, also nicht jetzt, das klingt so überhöht, aber einfach, weil das die meisten auch gar nicht interessiert. Die sind in der Welt der Phänomene, was passiert da draußen? Wir warten, dass was passiert oder wir hoffen, dass was passiert oder wir haben Angst, dass was passiert oder wie auch immer. Und das war eine Zeit lang okay. Und jetzt merke ich, nein, das ist jetzt nicht mehr. Definitiv seit dem Jahreswechsel ist eine andere Zeitqualität. Deswegen hat mir der Titel auch gefallen, das Leben, ein Kurs in Wunder, weil ist das, was ich erlebe. Es passiert etwas, es kommt etwas vollkommen in die Drehung, die Energie hat sich verändert. Wir schleppen nicht mehr den ganzen Ballast mit. Und die da immer noch Wert drauf legen, das alles mitzuschleppen, das ist nicht mehr meine Ansprechgruppe. Also das kann ich definitiv sagen. Was ja auch legitim ist. Also und weil du sagst präzise, genau das finde ich ein gutes Wort, ein passender Begriff, weil jeder von uns hat so seine Stärken, jeder, auch unsere Zuschauer, jeder Mensch hat Stärken und Schwächen. Und es ist sehr gut, wenn man sich auf das besinnt, was man kann. Und auch ich habe dann oft Dinge gemacht, wo ich rückgängig dachte, das ist eigentlich nicht wirklich so meins. Ja? Konzentrier doch lieber auf das, was du wirklich gut kannst, ja? Als so überall. Und deswegen, ich schwimme nicht mehr auf jeder Welle, will ja nicht. Da gibt es andere Sachen, jeder so seins. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Also es zeigt jetzt auch diese Zeit und diese Zeitenwende, in der wir uns auch befinden, immer mehr,
glaube ich, uns allen, was wir drauf haben, ich meine, das wussten wir vorher schon, aber in welche Richtung es auf jeden Einzelnen von uns gehen könnte und auch gehen wird. Ich habe heute das Bild gehabt, es ist ein, also wenn ich jetzt die, ich werde einen Blick darüber machen, das mache ich jetzt nicht hier, das passt nicht, aber das ist eine Erkenntnis. Also das äußere Auge, was wir sehen, die Welt der Phänomene, innen das Sehzentrum, was letztendlich nur eingespielte Bilder sind, die immer dual sind, immer aus dem getrennten Hirn herauskommen. Und dahinter ist das eigentliche Sehen, das, wie man das jetzt immer nennen will, das höhere Selbst, man kann es den Wagenlenker sehen, weil das ist auch derjenige, der die Geschicke leitet, der von hinten blickt, denn bezeichnenderweise ist das hinten dieses dritte Sehzentrum. Also ich meine jetzt nicht die Zirbeldrüse, weil die nehmen wir hier vorne wahr. Ich meine eine Art von inneres Sehen. Und das habe ich oft mit weichem Sehen bezeichnet, wo diese Zweigeteiltheit, das ist quasi hinter der Zweigeteiltheit. Das ist der Wagenlenker, der beides, die Geschicke in der Hand hat. Und das Dritte dahinter, wo du alles überblickst. Und das heißt, das ist erstmal ein breites Feld da hinten. Das ist ein breites Feld und dann erst kommt es wie ein Laserstrahl hinaus in die Welt und du setzt etwas in die Welt. Und das ist das, was ich jetzt erlebe. Ich habe es nicht manifestieren genannt, weil ich das Wort nicht mag, weil es irgendwie so dieses Alte, ne, aus dem alten Raum heraus, sondern es ist aus dem Schöpfer, eben aus diesem hinteren Zentrum heraus, was natürlich mit dem Herzen verbunden ist, gar keine Frage, mit der Herzkammer, mit der fünften. Und da ist ein Schöpferpotenzial. Du schöpfst aus dem großen Pool. Und dann gibst du das in die Welt hinaus. Und da erlebe ich tatsächlich in letzter Zeit, und das ist etwas, das potenziert sich mit jedem Tag, dass ich beobachte es und ich bin dankbar dafür. Ich erwarte es nicht. Ich bin immer wieder erstaunt, wie du sagst, ich wundere mich. Und ich bin dankbar dafür und ich bedanke mich dafür und es wird immer mehr. Es wird immer mehr. Nicht im Sinne von Anhäufung, das kommt vielleicht jetzt dazu, beim alten Manifestieren hat man ja noch, das weiß ich noch von vor 30 Jahren, weißt du so, ich wünsche mir 10.000 Euro oder irgend so ein Scheiß, ne? Oder, also du weißt schon, also in die Richtung. Das ist jetzt gar nicht mehr, sondern ich weiß, ich bekomme immer, was ich brauche zum Leben, nicht mehr und nicht weniger. Also es ist nicht jetzt üppig und auf Vorrat, aber ich bekomme immer, was ich brauche. Und das ist etwas, das spielt sich ein. Also das heißt, es geht nicht in Richtung dem alten Weltbild jetzt irgendwie irgendetwas ansammeln, sondern einfach, du bist mit etwas konfrontiert, mit etwas, was sich vielleicht auch spießt oder wo du merkst, das Leben stellt eine Frage an dich. Ne? Du gehst irgendwie damit schwanger in diesem Raum da dahinter und dann kommt die Lösung und dann bin ich immer wieder, ja, also ich bin immer wieder voller ja, Demut, wie du gesagt hast, und voller Dankbarkeit, was sich das Leben einfallen lässt, weil wie es sich realisiert, da muss ich sagen, also ich lache mich manchmal einfach schief oder ich wundere mich manchmal auch unglaublich, wie es dann sich auf einmal in Wohlgefallen auflöst oder mir noch ein Geschenk bringt oder einfach ein Mehrwert, der daraus entsteht. Nicht im Sinne des alten Mehrwerts, im Sinne von wir zuzeln das System aus, das ist das alte Denken, sondern einfach wirklich, dass sich etwas auftut. Und das erlebe ich seit dem Jahreswechsel so wunderbar. Ich habe das Gefühl, das Jahr 23 ist diesbezüglich ganz anders als das Jahr 22, ist nicht mehr so fest und es ist viel schwer, stimmt, ja. Obwohl, es ist schon anstrengend, die Energie ist anstrengend, aber die Geschicke lenken, das merke ich, das Einssein mit dem Geschehen, das passiert immer mehr. Das ermöglicht es mir immer mehr. Ja, ich nehme das auch, die Energien ähnlich wahr, es ist natürlich nach wie vor schwer, aber doch eine mehr Leichtigkeit als Jahre zuvor. Das merke ich schon auch. Und weil du das so angesprochen hast mit dem Mehrwert, also ich erlebe auch, wie wahrscheinlich die meisten Situationen dann, wo ich mir denke, irre, also Beispiel, man lernt jemanden kennen, den wieder jemanden kennt, den man seit Jahren nicht mehr gesehen, 10 Jahre nicht mehr gesehen hat. Ja? Also Kleinigkeiten und da bin ich auch sehr dankbar für solche Dinge. Und worauf ich auch sehr mich immer wieder freue, ist, wenn Menschen einfach, wenn ich sehe und erlebe, dass die Menschen auch wirklich das, was ich mir wünsche, nicht nur für jeden Einzelnen, wenn ich sehe, der hat Potenzial, dieser Mensch. Und er hat aber irgendwas hemmt ihn. Und dann irgendwann merke ich, hey,
jetzt hat es, er hat es draußen, er nimmt die Eigenverantwortung an, er hat irgendwie die Schlüssel gefunden und jetzt läuft es mit dem Menschen. Ja? Und das, sowas begeistert mich auch, wenn ich sehe, dass das fruchtet, was jetzt nicht auf meine Saat gesetzt sein muss, aber es ist unser aller Saat. Ja, du hast einen Anteil daran. Du machst definitiv mit deiner Arbeit einen Unterschied. Das tue ich ja auch. Das machen wir jetzt auch mit dieser Sendung. Das machen aber auch alle, die jetzt hier dabei sind und die jetzt hier lauschen. Jeder macht einen Unterschied, sowohl alleine als auch im Feld, im gemeinsamen Feld. Darüber habe ich mit Carsten Pötter, mit diesem Weben, ne, dass das alles miteinander verbunden ist. Du kannst ja gar nicht, also alle, die jetzt hier mit drinnen sind und die sich später noch anhören, sind ja Teil dieses Feldes. Und das, was du jetzt beschrieben hast, das ist wie so ein Tanz, finde ich. Das Leben kommt auf dich zu, also von außen kommen die Impulse. Das Leben spricht zu dir, ne? Das kommt von außen rein. Und von mir aus dem Feld, von innen kommt, das ist wie diese, wie heißen die, diese, die DNA, da gibt's ja so die aus Kristall, du weißt schon, die Doppelhelix, die Doppelhelix, das meine ich. Ne? Das eine kommt von außen auf dich zu und von innen aus meinem kommt das. Und dann das, was du beschrieben hast, dass es sich trifft, ne? Wie bei diesem Adams Fingerzeig mit Jesus, mit Gott. Und dann kommt so ein Funke, dann kommt was Befruchtendes, ne? Wo man merkt, jetzt. Und dann kann dieser Tanz beginnen, ne? Dieser Spin, dieser Tanz. Und dann entstehen wunderschöne Dinge, wie in jeder Sendung, ne? Wenn das ermöglicht ist, ist das wunderbar. Wenn das allerdings so ein harter Kampf ist und dann muss man halt erst einmal das jetzt einmal, wie soll ich sagen, parken oder halt pausieren, ne? Wenn das jetzt, bevor das dann zu so einem, wenn man mit dem Presslufthammer dann irgendwie das Gefühl hat, jetzt kommt Druck und dann muss Gegendruck und das ist dann zu anstrengend, das ist nicht mehr zeitgemäß. Aber das müssen wir auch nicht forcieren, da können wir einfach sagen, okay, jetzt pausieren wir mal, jetzt tun wir das mal parken. Das heißt nicht, dass man bekämpft ist wegen ja dem anderen nicht, sondern dann passt es nicht. Und irgendwie haben wir uns jetzt wieder zueinander gefunden, weil ich denke, dass wir das beide einfach gut können. Wir konnten immer miteinander gut Sendung machen, ohne dass wir jetzt am anderen rumfummeln müssen oder manipulieren oder in den eindringen müssen. Ich meine jetzt geistig, du weißt schon, was ich meine, so dieses oder emotional. Und das ist einfach sehr anstrengend. Wenn das sich so in einer Leichtigkeit, in einem Tanz miteinander finden kann, das Leben und das Innenleben, ne? Das ist, da sind wir schon beim Wunder, weil was dann daraus entsteht, ist oft ein Wunder, ne? Vor allem für mich, mit mir war das jetzt auch ein Anliegen, mit dir eine Sendung zu machen, einfach auch als eine Art Zeichen. Also natürlich mache ich auch mit dir Sendungen, weil sie immer irgendwie was Befruchtendes haben, aber so war jetzt für die meisten Zuschauer immer so eine Art, oh, jetzt ist das alles, das steht nach Haufen und so Lagerbildung. Und nee, liebe Freunde, ich kann mit einer Monika oder mit einem Peter oder mit auch immer, ich kann auch mit der Kevin, auch wenn die gerade nicht miteinander können. Oder zum Beispiel Marc seit neuesten Sendungen. Und trotzdem, oder mit Feiko jetzt wieder, ja. Also es ist, und ich glaube, die zwei nicht können, aber ich mit denen kann, warum soll ich dann mich irgendwie, außer es geht um ganz schlimme Sachen, da beweise ich schon Loyalität, das weißt du ja auch, Kevin. Ne? Nein, das war ja auch, also so ist das ja auch zustande gekommen. Ne? Du hattest mir irgendwie gesagt, dass du eine Sendung mit Marc machst und dass du jetzt eventuell öfter was in Zukunft machst. Und ich habe gesagt, ja, das finde ich doch schön. Ich bin aus der Geopolitik raus und ist doch schön, wenn wieder ein Österreicher mit einem Deutschen das macht. Das ist doch wunderbar. Also, ne, und daraufhin hast du mir dann erzählt, dann hast du mir das geschickt mit dem Feiko, ne? Und das habe ich gerne geteilt. Das hat mich natürlich gefreut, weil ich war ja da auch schon lange irgendwie in dem Versuch mit dabei, das euch wieder zusammenzubringen. Aber es war noch nicht der rechte Zeitpunkt. Es kommt immer alles zur rechten Zeit. Und das war wohl jetzt, ne, mit eurer kongenialen Kennedy-Sendung. Also auf einmal hat's gepasst. Und so ist das Leben, gell? Und das empfinden wir wie Wunder, ne? Also das, oder es präsentiert sich uns wie ein Wunder. Ne? Weißt du, was ich da möchte ich noch kurz dranbleiben. Da jetzt im Rückspiel, im Nachgang dieser Feiko-Sendung, merkt man wieder, wie da jetzt Einzelne versuchen, wieder da reinzukeilen. Ja? Also, da gibt es ja immer wieder von außen dann diese Zersetzer, die eigentlich, ich weiß nicht, was das für Menschen sind, ich kenne sie ja nicht, es gibt ja keine Gesichter dazu, es gibt nur irgendwelche Fake-Namen und Avatare. Und die da alles Mögliche dann an Energie investieren, um da ja wieder einen Keil reinzutreiben und irgendwie zu spalten. Und das ist so, da frage ich mich, wo ist da die, auf welcher Bewusstseinsstufe sind wir jetzt? Bist du wirklich da, glaubst du, eben aufgewacht? Weißt du, wie ich meine? Also,
Ich denke, die meisten werden dafür bezahlt. Ich glaube, die meisten sind tatsächlich Gatekeeper, bezahlte Agenten im Sinne von Astroturfing. Also das weiß ich, ich habe mit solchen zu tun. Und dann gibt es natürlich auch welche, die sich darüber spüren, indem sie eben ihren Emotionalkörper da ausleben. Ja, das ist armselig und das ist eine alte Welt. Und das ist vielleicht auch, weißt du, es ist auch gut, wenn ich da jetzt raus bin, weil, wie gesagt, das Leben hat zu mir gesprochen und ich habe die Sprache des Lebens verstanden, im Sinne von, das ist nicht mehr meine Welt. Ich wurde aufgefordert, da rauszugehen aus der geistigen Welt. Das war für mich dann irgendwann einmal klar. Und das war eine gute Entscheidung. Und manchmal geht man halt nicht freiwillig, da muss irgendwas passieren. So war es ja auch damals vor 8 Jahren, aus dem Paradies rausgeschmissen. Wer verlässt schon freiwillig irgendwie so eine raupenähnliche Kapsel, in der man sich vollgefressen hat? Und, na, also da geht man ja nicht freiwillig raus, aber wenn es Zeit ist, dann wird man rausgestoßen. Und dann fliegt man wie ein Schmetterling und dann ist man eben frei. Und das kann nicht, also logisch auch, dass das dann nicht mit so vielen in Resonanz geht. Denn hier zählt nicht die Masse, ne? Da zählt nicht die Menge, da zählt nicht die Masse, sondern da geht es tatsächlich um jeden Einzelnen, ne? Um einzelne Individuen. Richtig. Jetzt machst du nur 4 Vorträge oder immer wieder mal. Was bekommst du da so für Feedback? Was ist denn bei vielen deiner Teilnehmer das Thema Nummer 1 oder was ist das so Thema? Ja, schöne Frage von dir, weil was ich merke ist, dass es tatsächlich auf den Punkt kommt. Also es ist eben nicht mehr breit, sondern es ist ganz pointiert, weil die Rückmeldungen, die ich bekomme, ist tatsächlich von Menschen, die mir wieder, die sagen, sie fühlen es genauso. Es ist, als würde ich beschreiben, was mit ihnen passiert. Also sie sind sozusagen im selben Feld, im selben Raum. Sie erleben es ähnlich. Und das ist quasi wie eine Rückbestätigung, einfach im Sinne von, ja, ich bin nicht verrückt oder ich bin richtig. Also einfach ein sich da im anderen wiederfinden. Ja, die meisten sagen, ich empfinde es genauso, aber ich hätte die Worte nicht finden können. Das sagen ganz viele. Weil das ist natürlich, ich meine, woraus besteht meine Arbeit? Ja, einerseits, dass ich da durchgehe, ich meine, aber wir gehen ja alle durch. Und das andere, dass ich dafür wirklich Worte finde und Symbole und natürlich auch meine Kritzeleien, also einfach eine Möglichkeit des Veräußerns, damit der andere sich da wiederfinden kann. Und das geht übrigens schon auch, fällt mir auf, mit der Geopolitik, aber halt nur bis zu einem gewissen Maße, weil ich weiß, dass ich damals noch in unseren Sendungen, in unseren 3er-Sendungen immer versucht habe, einen anderen Blick reinzubringen. Und ich weiß, dass du das auch tust mit dem Peter Denk im Denkanstoß, vor allem das letzte Drittel vom letzten Denkanstoß hat mich wirklich sehr fasziniert. Das war sehr, sehr, also das geht. Du kannst auch über die Welt der Phänomene zu deiner Erleuchtung kommen sozusagen oder hinter die Dinge blicken. Ne? Das geht natürlich. Ja, das ist die Frage, was ist der Weg? Wahrscheinlich ist es dein Weg oder noch oder wie auch immer, aber für mich nicht. Mhm. Ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, das mit Peter, das ist genau, hat sich so entwickelt jetzt in den 7 Jahren. Immer natürlich, das, was man vorher schon hört oder was gerade Thema ist, tagesaktuell oder wochenaktuell. Und dann aber auch immer von Peter schön der Blick von der geistigen Ebene, der ganz, ganz wichtig ist. Das ist ja spirituell, Ansatz, wenn man es jetzt so, wo ich mit dem Wort auch so meine, das ist ja so negativ behaftet, ja, für viele. Obwohl ich finde das eigentlich ein sehr schönes Wort, spirituell, für viele ist das gleich so in dieser ESO-Ecke und du weißt ja, ja, weißt du, Manuel, da kann ich nur sagen, für mich sind das keine getrennten Welten mehr, sondern das sind jetzt nicht verschiedene Dimensionen oder irgendwie, weil ich bin ein unglaublich pragmatischer Mensch, weißt du. Die Welt der Phänomene, die Welt, die wir tatsächlich hier draußen präsentiert bekommen, die wir erleben, die gibt uns ja Futter, ne? Aber nur, wenn wir nicht aus dieser gespaltenen Hirnaktivität heraus, wo eigentlich alles nur eingespielt ist. Ne? Das ist von außen konditioniert, eingespielt, vorgespielt, vorgekaut. Das sind halt 2 Ebenen, dualistisch. Ne? Das eine ist halt der Mentalkörper und das andere der Emotionalkörper. Aber beides ist nur, da kommt mir immer das Würgen, weißt du, weil alles so unglaublich abgenudelt ist. Und Wenn spirituell oder, nein, ich nenne es lieber die geistige Welt, das ist schön. Die geistige Welt ist dahinter. Und die durchblickt das Ganze. Und das ist keine andere Welt. Ich setze mich genauso mit dem Finanzamt auseinander und der Kinderbeihilfe meiner Kinder und was weiß ich. Im Gegenteil. Nur, das fällt mir viel leichter, weil ich es immer mit dem geistigen Blick mache.
Und das ist ein Souveräner, das ist ein, du bist dann nicht mehr, du hängst nicht mehr am Fliegenfänger oder bist ohnmächtig irgendwie dem ausgeliefert. Deswegen kann ich halt mit sowas auch nichts mehr anfangen, mit dem ganzen, oh, wir Armen und das System und es ist so übermächtig und wir sind irgendwie voll im Eimer oder so. Nein, das sehe ich nicht so. Ich erlebe jeden Tag, also jeder Tag ist für mich ein die Welle reiten, ne? Ja. Oder eigentlich gefällt mir das mit dem, warum merke ich mir das nie? Die Doppelhelix gefällt mir besser als Bild. Es kommt von außen auf mich zu und von mir kommt es raus und ich merke immer mehr, wie das von mir viel, viel stärker und mächtiger ist, das war, als dieses Popelige, was da von außen reinkommt. Das wird auch immer weniger und wenn dann sehe ich es nur wie so ein Fitnesstraining für die geistige Schulung, wenn du verstehst, was ich meine, ne? Da ein bisschen Art of War oder also die Kunst des Krieges. Und ja, ich merke einfach, das Geistige ist tatsächlich viel, viel mächtiger. Also jeder, der sagt, das ist ein Schmufo und damit will ich mich nicht beschäftigen, ja, dann hängt er auf dem Fliegenfänger der reinen Materie, also sprich des Totenreiches. Ne? Das ist vergänglich, Totenreich. Ne? Das ist das, was schon morgen nicht mehr aktuell ist. Ne? Ich habe des kolonisierten Wahnsinns ja gemerkt, von Tag 1 immer ohne Maske, öffentlich auch gefahren. Und natürlich am Anfang gab es immer wieder mal vereinzelt Probleme, aber dann irgendwann, ich mache mittlerweile auch Übungen am Abend, so autogene für die Schattenboxen, Tai Chi und solche Sachen, was mir sehr gut tut. Ich lasse es noch manchmal ein bisschen schleifen, aber es wird besser. Aber was ich mittlerweile sehr gut kann, ist mir so eine Art Schutzschild aufbauen, meine Energie wirklich ganz konzentriert und dann bin ich wie unsichtbar und ich bin dann wie unsichtbar. Das war in dem letzten Jahr des Wahnsinns wirklich, es war für mich selbst ein Aha-Erlebnis, während andere zig Polizeieinsätze und nur Probleme und Diskussionen hatten. Ich stand immer mit meiner Fili in der Mitte des Waggons, also wirklich alle klar sichtbar, aber ich habe nichts Gefährliches ausgestrahlt, nichts Negatives, keine Überheblichkeit, weil den Fehler haben ja auch viele begangen. So, ich bin ja, ihr habt es ja durchschaut, ja, das ist so ein Plätzchen, das ist jetzt die Schlafschafe. Ja, die Menschen, die so ein Mindsetting hatten, habe ich halt erlebt, die hatten in der Regel immer wieder Stress. Und seitdem ich da so energetisch, also meine Energien auch ganz bewusst einsetze, und man kann das, man muss es halt trainieren, ja, funktioniert sehr vieles, wo ich mir früher gedacht habe, das ist ein Blödsinn, dass sowas geht. Aber da steckt so viel dahinter, was uns leider in unserer Gesellschaft, das ist das falsche Wort, in unserer Zivilisation heute so genommen wurde. Aber wenn wir uns die Ureinwohner anschauen, ja, die haben ja dieses Wissen und diese Fähigkeit noch viel, viel mehr. Und da ist noch so viel mehr möglich. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das mehr und mehr wieder bei uns Thema werden wird. Ja, das ist ein ganz wichtiges, was du da ansprichst. Du weißt ja, dass ich seit Jahren koreanische Serien schaue und da ein großer Fan davon bin. Und eine der ersten Serien, die ich geschaut habe, ne, das ging um einen Krieger aus dem alten Chosen, also historischer Film. Und er kam in den Raum und er nahm die Kreide und er hat um sich einen Kreis gezogen. Und keiner hat sich getraut, in diesen Kreis zu treten. Das war der geschützte Raum, wo, ne? Und das war nicht banal. Die Art, wie er es gemacht hat, war nicht banal, sondern das geht natürlich nur, wenn du auch mit deiner inneren Haltung das machst, sodass es auch klar ist. Und ich habe im Grunde genommen in meinen ersten Videos immer darüber gesprochen, bis hierher und nicht weiter. Der Kontakt findet an der Grenze statt. Das ist nichts anderes, als dass du so einen magischen Schutzraum um dich machst, ziehst. Und interessant finde ich, dass das eine Phase ist. Also wenn ich jetzt zurückblicke, dann bin ich heute woanders. Weil heute gehe ich ja relativ raus wieder. Das war eine ganze Zeit lang nicht. Also die 2 Jahre da, das war eine ziemliche Verpuppung. Und wir kennen das ja von der Raupe, diese Verpuppungsphase, wie wichtig das ist, dass du die Außenwelt wirklich ausschließt. Und ich erinnere mich, das Phänomen, ich war im Flieger oder im Restaurant und die Leute haben mich nicht gesehen, sie haben mich nicht wahrgenommen. Die sind teilweise auch in mich reingeknallt. Ich war wie nicht vorhanden. Also ich kenne das gut, was du da sagst. Das hat sich dann später verändert. Und überhaupt, heute würde ich sagen, heute ist das ein Entschluss, ein bewusster von mir rauszugehen oder mich zurückzuziehen. Also ich kann entscheiden, gehe ich raus oder ziehe ich mich zurück. Es ist nicht mehr wie früher, wo das wichtig war, dass ich mich abschotte. Aber das sind das
Phasen, ja genau, wo wir dann irgendwie, wenn wir dann der Schmetterling sind, der frei fliegt, wobei ich immer schon gesagt habe, wir sind multidimensionale Wesen. Es kann sein, dass ein Teil als Schmetterling da draußen herumfliegt und ein anderer voll verpuppt da unten noch am Fliegenfänger hängt. Also es ist nicht so, dass es entweder oder ist, das stelle ich immer wieder fest. Teile sind vielleicht schon ganz frei und andere Teile fühlen sich dann noch sehr beschwert und das soll vielleicht auch so sein, weil wir ja auch noch auf der Erde hier unten sind. Ne? Also ich meine, sonst wären wir ja schon irgendwie irgendwo völlig anders. Ne? Sehe ich, das heißt, weil das ja auch mit ein Grund ist, warum wir immer noch jeder von uns Themen tagtäglich, jede Woche die es aufzuarbeiten gilt. Also wer sagt, der hat alle seine Themen schon bearbeitet, es ergeben sich auch immer wieder neue Themen. Es ist ja nicht so, dass es da immer nur in der Vergangenheit, also das ist einmal die Grundvoraussetzung, dass man sich das Vergangene anschaut oder anschauen sollte, aber es kommt ja auch immer was Neues auf einem zu und auch das gilt es ja möglichst, sich dann genauer anzuschauen, welchen Sinn hat es, wohin könnte es mich führen. Ja, zack. Aber da habe ich einen anderen Blick mittlerweile, also da habe ich einen anderen Blick, weil ich denke, das ist die Psychofalle, wo wir in diesem Raum, den zweiten Raum, den ich beschrieben habe, in unserem Hirn, in diesen 3%, was die Giuliana Conforto immer beschreibt, weiß ich, ob du das kennst, das Sonnenkind, das Buch von der Giuliana Conforto, das sind ja nur, also da, wo wir geteilt sind, ne, unser Großhirn, das sind eigentlich nur 3% von dem Riesenhirn, wo 97% weiße Substanz ist. Das heißt also, das, was du jetzt beschreibst, ist aus dieser Psychonummer heraus. Ne? Wir sind kleine Kinder, wir müssen lernen, wir müssen Schattenarbeit machen, das ist diese Psychonummer. Und ich sträube mich dagegen, zu sagen, wir sind irgendwie, was weiß ich, wir sind jetzt, also dieses pädagogische, moralische, wir müssen lernen und wir die. Nein, ich merke, wenn du wieder Zugang hast, oder nicht wenn, ups, was ist hier los, die Katzen, sondern indem du wieder, indem du wieder Zugang hast. Ich könnte natürlich auch sagen, in dem Maße wie, ne, aber indem du wieder Zugang hast zu deinem großen göttlichen Sein, ja, was ja hier dahinter ist, hinter diesem Gespaltenen. Und das ist ganz, das ist heil, das ist wunderbar, das ist göttlich und das muss gar nichts lernen, muss auch nichts aufarbeiten. Und ich kann eher jeden Tag so sehen, weißt du, ich wache in der Früh auf und ich bin immer gut drauf, wenn ich in der Früh, also es gibt, ne, ich wache immer gut auf und dann bin ich neugierig. Nein. Und ich bin auch nicht Stimmungsschwankungen oder so unterlegen oder ich habe nicht manchmal Frust und manchmal bin ich ganz begeistert. Nein, ich bin, also das ist das wohltemperierte Klavier. Ich bin in der Früh, ich wache auf und ich bin immer bereit, ne, was der Tag bringen mag. Und der Tag ist immer jungfräulich. Er bringt, also ich sehe das nicht, was mir das Leben bringt, sehe ich nicht als etwas, was ich aufarbeiten muss, weißt du? Oder was mir etwas spiegelt oder was habe ich da wieder? Oh, hat es mich getriggert oder was muss ich aufarbeiten oder was habe ich nicht bedacht? Oder die Schattenarbeit, oh, das Unterbewusstsein und der ganze Schmuffel, weißt du? Nein, überhaupt nicht. Ich sehe einfach nur, ah, okay, es kommt irgendetwas auf mich zu, damit ich es betrachte und es löse oder damit ich sage, danke, aber nein, danke, damit habe ich nichts zu tun, das ist ja meine Entscheidung. Aber wenn ich merke, ach, das hat was, das ist jetzt eindeutig etwas, was mir vor die Füße gelegt ist, ja, dann sehe ich es eben wie diese Doppelhelix, weißt du, ah, es kommt zu mir, ich gehe damit in einen Tanz oder ich sage, na, ich dividiere es aus, also ich tue es aussortieren, ne? Raus, was nicht... Bitte? So ähnlich habe ich es auch gemeint. Also ich habe es nicht gemeint, dass ich Plastik, das hatte ich natürlich, aber ich nehme dann auch so die Dinge und merke dann relativ schnell, ja, nee, eher nicht, hatte ich schon, kenne ich schon, oder eher da, das ist die Herausforderung, da ist der Weg, da ist das Licht, da geht ein bisschen lang zu gehen. Also da habe ich mich gleich ein bisschen suboptimal jetzt artikuliert, aber... Ich glaube, dass wir da auch gewohnheitsmäßig etwas ausdrücken, weißt du? Und es ist ja auch gut, wenn wir es dann hinterfragen, weil dann können wir uns fragen, ja, ist das noch adäquat? Weil ich meine, ich glaube nicht, dass wir ewig mit Altlasten uns herumplagen müssen. Das kannst du von einem Moment auf den anderen, kannst du einfach, oder anders, ich würde es mal so sagen, einen anderen Blick darauf. Wenn ich merke, irgendetwas, ich mag das Wort triggern ja nicht, aber etwas wird bei mir ausgelöst, ja, dann kann ich es mir anschauen. Ne? Einfach nur beobachten. Aber nicht damit identifizieren. Es ist, weil hier hinten bin ich ja
der Beobachter. Und indem ich es beobachte, beeinflusse ich es. Und da merken wir immer mehr, da können wir immer mehr entdecken, wie sehr wir da tatsächlich magische Fähigkeiten haben. Alleine durchs Anschauen, durchs Beobachten, es kommt in eine Lösung, vielleicht nicht in dem Moment, manche, aber sie gehen, es wird immer schneller, das merke ich. Es löst sich immer schneller, aber es löst sich halt, das liegt nicht in unserer Hand, wir können es nicht einfordern, ne? Wir können nicht sagen, Kruzifix mit Manna, ne? Das geht nicht, der Münchner im Himmel, das funktioniert nicht. Ich merke, es geht immer schneller in die Lösung. Das stimmt, ja, weil auch die ganze Zeitqualität sich immer schneller zuspät. Weil das Thema ist ja heute das Leben zum Wundern. Ein Kurs im Wunder. Genau. Was hat dich in diesem Jahr, weil du hast ja gemeint, dieses Jahr hat dich einen neuen Weg eröffnet, was war da dein größtes Wundererlebnis, wenn ich fragen darf? Das größte Wundererlebnis. Es wurde ja im November sehr eng. Also mit dieser ganzen komischen Krise, in der du ja irgendwie auch verwickelt da warst, wurde es sehr eng. Also das fühlte sich sehr verwickelt an, sage ich jetzt mal. Ne? Als wäre ich in etwas verwickelt. Und irgendwie ließ sich das nur durch den gordischen Knoten, Alexander, das Schwert, du weißt schon, ritsch und durch und sagen, okay. Und das habe ich also im alten Jahr zurückgelassen. Und als ich dann in Klosterneuburg war, bei diesen Ausgrabungen, an meinem Geburtstag am 13. Jänner, und da wiederkam, das war, ich habe das öfter schon beschrieben, das war, als wäre ich durch ein Wurmloch gegangen. Also ich ging runter, war einmal 7 Stunden und einmal 4 Stunden da unten drunter, also an 2 drauf folgenden Tagen. Und als ich zurück nach Salzburg fuhr, hatte ich erstmal das Gefühl von überhaupt nicht mehr verorten können. Wo bin ich und wer bin ich und wie viele und wozu und überhaupt. Es war also alles irgendwie völlig seltsam. Und dieses Wabernde, das beschreiben viele. Das habe ich von anderen auch gehört. Dieses Gefühl, wie so, ja, so neblig und so wabernd und sich nicht recht auskennen. Und das kostet also und auch viel, die ganze Energie dafür auch aufbrauchen, dass man damit auch gut umgehen kann. Und seither merke ich, ich habe das so beschrieben, ich bin eigentlich mehr in der Anderwelt. Ich habe es damals noch beschrieben mit Anderwelt. Heute würde ich sagen, nein, ich bin nicht in einer anderen Welt, ich bin nur im anderen Bewusstsein. Ich bin in diesem dritten Zentrum hinten im Bewusstsein und ich schaue natürlich dieselbe Welt wie wer andere, aber ich schaue sie mit anderen Augen. Und da gab es einfach, ja, ich kann es nicht anders nennen, einen Durchbruch. Einen Durchbruch, da ist ganz viel weggefallen und seither bricht sich das denn seine Bahn, ne? Das bricht sich seine Bahn und es wird sowas von klar, wie mit Wasser, weißt du, komplett klares Wasser, ne? Auf den Punkt. Und ich fühle mich so getragen, also ich merke, das Leben, da gibt es nichts mehr, was mich irgendwie dann, also, und das ist jetzt das Seltsame, Manuel, weil ich weiß, jetzt gibt es die ganzen Telegram-Kanäle, die rauf und runter natürlich über das die schrecklichsten Dinge berichten, die hier stattfinden und das ist ja nicht so, dass ich mir das nicht nah bin. Und trotzdem weiß ich, das Leben hat immer recht, das lässt sich rational nicht unbedingt erklären. Das ist auf einer magischen Ebene. Ich weiß, dass es alles so sein soll, wie es ist und dass es alles gut ist in jedem Moment. Auch wenn wir das eben nicht so empfinden, weil wir da irgendwie noch drinnen hängen auf diesem Fliegenfänger, auf diesem Geteilten. Also sprich vor der Bifurkationslinie, weißt du, da wo es sich teilt, wo wir immer irgendwie mit unserem Mentalkörper und mit unserem Emotionalkörper entweder in der Vergangenheit noch drin hängen oder in der Hoffnung auf die Zukunft, aber eben nicht mehr gewahr sind, was jetzt passiert. Mhm. Sehe ich irgendwie. Bei mir ist es die Tatsache eben, dass ich die Dinge viel gelassener eben sehe, weil ich die Verantwortung wahrnehme, das zu gestalten, was ich gestalten kann im Rahmen meines Lebens. Aber ich habe gelernt, es gibt Dinge, das geht mir nichts an, das kann ich nicht beeinflussen. Ich kann es nur hinnehmen oder damit umgehen, sofern es mich direkt betrifft. Und alles andere, es ist nicht so, dass ich jetzt eiskalt bin und das tangiert mich nicht. Ich nehme sehr viel wahr, sogar sehr, sehr viele. Aber ich nehme nicht mehr alles so extrem zu Herzen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil das einem, wenn man sehr sensibel ist und sehr empathisch, was ich niemandem absprechen möchte, aber der eine ist halt ein bisschen
feinfühliger als der andere, der hat dann wieder andere Qualitäten. Mich hat das eine Zeit lang gerade diese, als ich da diese Pedokriminalität, das ist das Beispiel, als ich da in dem Sumpf war, das hat mir nicht gut getan. Ich meine, ich bin jetzt wieder ein bisschen drinnen, ja, aber ich bin jetzt, habe ich einen professionelleren Zugang. Jetzt kann ich damit besser umgehen. Am Anfang hat mich das, es hat mir sehr weh getan. Das ist, glaube ich, ein normaler Reflex. Aber es war dann schon über ein gesunden Maß hinaus. Und jetzt merke ich, wenn ich das noch mache, okay, jetzt ist Stopp, jetzt mache ich mal wieder 3 Tage Pause, jetzt ist genug von dem Wahnsinn. Was Schönes bitte. Ja? Also, ich gehe mit dem Hund spazieren oder mit mich anderen Dingen. Und das konnte ich früher nicht. Früher war ich da so verbohrt und das muss jetzt auf diesen Krampf, den du angesprochen hast. Und sobald da Druck und Krampf dahinter ist, dann wird es ungut. In der Regel. Ich weiß gut, was du meinst. Und ich meine, das lässt sich auch nicht, also ich habe nicht die Antwort auf alles, weißt du schon gar nicht, wenn es jetzt nicht, wenn es nicht direkt mir serviert wird. Wenn es mir serviert wird, dann weiß ich, dann ist es in meinem Fokus und dann gehe ich damit schwanger, so lange, bis ich es durchdringe. Aber wenn es in der Peripherie ist, habe ich auch auf vieles nicht die Antwort. Aber mir fällt eine Begebenheit ein vor ein paar Tagen auf Sylt. Ne? Ich war mit Freunden essen, also ein Ehepaar essen und es kam während des Essens ein Thema zur Sprache, das so gesehen, wie du sagst, wie hast du das jetzt so schön genannt, überhaupt nicht schön war. Ne? Also irgendetwas aus der Vergangenheit, was tatsächlich sehr, sehr behaftet war. Aber es war im Feld, es war da und in dem Maße war es auch richtig und wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann fällt mir auf, ich meine, ich war da so eine Art Mediator oder keine Ahnung, ne, wie du das jetzt, oder Coach, wie du das jetzt immer bezeichnen willst. Aber dann habe ich das zur Verfügung gestellt, diese Fähigkeit, die ich habe, etwas aus dem geistigen Auge zu erfassen und es zu durchdringen und so gesehen dann auch die Lösung zu sehen oder anzustoßen. Und dann hat man ja aus etwas Unguten irgendwie einen, man hat es ja in die Drehung gebracht. Und das ist wunderschön, wenn das möglich ist. Ne? Ich meine, viele machen auf die Art Therapiearbeit. Ne? Das will ich ja gar nicht absprechen, dass das ganz viele sehr, sehr wunderbar machen. Ne? Wenn du das wirklich in die Drehung bringen kannst oder auf einmal landest du in einem anderen Raum, wo das wirklich das, was wir dann wirklich transformiert nennen können, ne? Weil dann hast du ganz viel Energie zur Verfügung. Aber das ist natürlich blöd bei solchen Themen wie Pädophilie oder so. Es ist ja, dieser Spruch ist ja wirklich das Klügste überhaupt. Ne? Ändere, was du ändern kannst, akzeptiere, was du nicht ändern kannst und habe die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Denn Dinge, auf die ich nur so wenig Einfluss habe, da sage ich mir, okay, hat mich das Leben damit konfrontiert oder wirft es mir das Leben vor die Beine, vor die Füße? Ich denke, bei dir ist das der Fall. Das Thema geht irgendwie in Resonanz und es ist auch dir zugetragen worden, denke ich mal. Ne? Und dann ist es auch dein Thema. Ne? Also ich meine nicht dein Thema im Sinne von, dass du dir das jetzt anziehen musst, aber das, dann ist es für dich auch okay, dich damit zu beschäftigen. Und das ist jetzt in meinem Leben, ja gut, ich habe es erfahren, aber wie auch immer. Also da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Also Ich war vor allem in einer Beziehung, wo ich nach und nach dann gemerkt habe, bei der Frau ist das Thema und irgendwann hat sie sich dann geöffnet und dann war das halt noch schwieriger, weil du nimmst dann automatisch so eine Art Hobby-Therapeuten-Rolle ein, was ganz gefährlich ist, weil eigentlich man selber schon einen Therapeuten noch benötigt, bin aber der Partner, der den Müll, Seelenmüll auffängt, auch natürlich mich als Seelenmistkübel zur Verfügung stelle, klar, aber es soll ja raus und den Menschen tut es in dem Moment gut. Und es hat aber mich getriggert, dann reinzugehen. Was steckt da dahinter? Was ist da generell los? Das war bei mir dann der Stein des Anstoßes, da so reinzugehen. Ja? Deswegen ja, ist es mir so zugetragen worden. Ja. Ja, also diese Fähigkeit, wenn man die hat, die dann auch zur Verfügung zu stellen, also das mache ich auch in Maßen, also nur, wo es auch wirklich erwünscht ist, aber ich merke, dass ich die Fähigkeit habe, in einer sehr, sehr komplexen, sehr verwickelten, sehr komprimierten Situation, die vielleicht undurchdringlich ist, die unklar ist, die nebulös ist oder so, das zu sehen, was das Muster ist, beziehungsweise es zu durchdringen und zu erkennen, worum geht es hier eigentlich, also es zu entschlüsseln. Und ich meine, dass es nur darum geht, sobald du etwas entschlüsselt hast, kommt es in die Auflösung. Dann löst es sich von selber. Wir müssen nicht die Lösung für alles finden. Es geht eigentlich nur darum, es zu entschlüsseln.
Und ich habe immer wieder festgestellt, wenn du es für dich entschlüsselt hast, dann ist es auf dem Weg, dann löst es sich von selber. Und so sehe ich das Leben, weißt du, so sehe ich jeden Tag. Ich sage dann nicht, oh, ich muss jetzt an mir arbeiten oder Schattenarbeit oder irgend sowas. Ich hasse diese Begriffe. Ich meine, ich hasse sie nicht, das ist so. Aber sie öden mich an, weißt du, weil ich sehe das nicht so. Ne? Das Leben präsentiert dir etwas und erstens mal kannst du immer entscheiden, ziehe ich mir den Schuh an oder ist mir der zu klein oder betrifft er mich nicht oder lasse ich ihn heute ziehen. Also, ne, das kann ich mir aussuchen. Und wenn ich aber merke, nein, das passt jetzt, das hat schon was, das hat jetzt auch eine Eleganz, da jetzt mich damit darauf einzulassen oder mich eben, oder diese Fähigkeit zur Verfügung zu stellen, wenn es um andere geht, wenn es nicht um mich geht. Also bei meinen Kindern zum Beispiel ist das jeden Tag was der Fall, ne? Das ist irgendwie so ein Thema und dann, ja, okay, und dann es zu entschlüsseln. Und das muss nicht immer was Großartiges sein, ne? Oder es muss auch nicht langwierig sein. Das kann einfach nur, und die richtige, ich meine, da denke ich immer an Parsival, ne? Mit der richtigen Frage, was fehlt dir, Oheim? Und dann kann die Heilung einsetzen. Ne? Darf ich dir eine Tippfrage stellen? Ja, unbedingt. Als Mutter, deine Kinder, wie sind die so drauf? Wenn du, also so, was das ganze Weltgeschehen angeht, sind die da auch auf einem ähnlichen Weg? Eine studiert, glaube ich, was ich weiß. Ne? Und ist also dann voll in dem System ja auch drinnen und bitte noch... indoktriniert, also ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor. Aha, also einerseits sind sie alle drei unglaublich verschieden und sie haben aber auch ganz viel Gemeinsamkeiten. Also sie sind alle drei sehr im Herzen, sie sind sehr aufgewacht, sie sind sehr bewusst und sie sind sehr feinfühlig. Also sind sehr feine Menschen. Das haben sie alle gemeinsam. Aber sie unterscheiden sich jetzt in ihrem, wie sie sich mit dieser Welt auseinandersetzen. Da würde ich mal sagen, die vordergründig das am meisten tut, ist die Helena, die in Chicago studiert und gerade sie hat in diesem wahnwitzigen System da jetzt promoviert, noch dazu mit Auszeichnung in Amerika, also völlig verrückt. Sie hat sich damit selber etwas bewiesen, was ihr wichtig war. Sie hat sich es auch selber ermöglicht. Also ich habe ihr das nicht ermöglichen können, weder finanziell noch sonst was. Das hat sie alles alleine geschafft und hat jetzt abgeschlossen. Und sie hat sich mit diesem System unglaublich auseinandergesetzt, gerade in der Uni mit diesem LGBT und wie das alles heißt. Also die hat sich da abgearbeitet und das hat sie grandios gemacht. Sie hat gesurft. Sie hat das System teilweise benutzt. Sie hat es konfrontiert. Sie hat es vorbeilaufen, fließen lassen. Sie hat wirklich, also da die Kunst des Krieges hat sie in diesen Jahren ganz konkret angewendet, ist daran unglaublich gewachsen. Und ich würde mal sagen, sie ist diejenige, die das am bewusstesten alles auf dem Schirm hat. Und sie ist auch diejenige, die am meisten mit mir darüber redet. Also die kann auch wirklich anrufen und sagen, Mama, wie siehst du das? Ne? Also dieser Austausch ist da am deutlichsten. Bei meinem Jüngsten, der ist ein unglaublicher, feinsinniger, sehr, sehr spiritueller Mensch. Und der will nur bedingt sich austauschen, was ich vollkommen respektiere, der mag das selber machen, der ist jemand, der hört sich selber Alan Watts an, der findet irgendwie Marc Aurel und so weiter, also der findet sein Trüffelschwein, der selber auf die Suche geht und das nicht so gerne hat, wenn ich ihn auf irgendwas hinweise. Und der sich aber immer wieder mit mir austauscht, aber dann lasse ich ihn auch wieder. Also da bin ich sehr vorsichtig, dass ich da nicht eindringe, weißt du, weil das wäre völlig verkehrt und ihm auch nichts irgendwie präsentiere oder sowas. Ne? Also der will seine Lösungen selber finden. Er kommt manchmal an einen Punkt, wo er nicht mehr weiter weiß und dann merke ich, dann frage ich, willst du, dass ich was dazu sage? Ja, und dann stößt ihn das an. Aber der kennt die Welt ganz genau. Also das muss ich auch dazu sagen. Der durchschaut das alles, also dem braucht man nichts erzählen. Also das System hat der vollkommen durchschaut. Aber der ist ein 2000er Kind und dementsprechend für den ist das gar nicht mehr so. Weißt du, der will sich dann nimmer damit beschäftigen, das jetzt so zu enttarnen. Das interessiert ihn gar nicht, weil er hat es eh erkannt. Er hat es ganzheitlich erkannt und er sucht sich da seine Nischen. Der Älteste hat eine Partnerin und von daher am wenigsten Bedürfnis, mit mir sich auszutauschen und ist so zwischen dem System und zwischen einer anderen Welt hin und her. Er ist da eher an der Grenze, macht das sehr integer, aber ist da sicherlich am meisten, er ist ja auch der Älteste, ist eine andere Generation fast, 10 Jahre älter als die anderen und ist sicherlich, was das betrifft, am meisten im System, ohne sich aber, also der schaut sich das schon genau an und schaut, dass er integer bleibt und eine Charakterschulung, also von daher, sie sind alle drei sehr, sehr fein und ich kann nur sagen, diese, wie der Ricardo Leppe das ja auch macht, ne,
indem er auch nicht von Erziehen redet. Ich habe alle drei Kinder habe ich in ihrer Entwicklung unterstützt, aber ich habe ihnen immer genügend Raum gegeben und halt so ein Netz unten drunter, aber ich habe sie da nicht eingeengt. Das fand ich immer sehr wichtig und das merkt man. Also das merkt man an allen dreien. Jetzt habe ich sehr ausführlich geantwortet. Elternteil sein ist ja das Schwierigste mitunter. Es gibt ja nicht die perfekte Erziehung, ja, denke ich mir. Also ich war zweimal Stiefvater, aber von Anfang an gesagt, ich bin der Papa, du hast der Papa, den gibt es im Leben, aber ich bin gerne so dein großer Bruder, so ein beides Mal. Und habe aber erkannt, wie die Mütter jeweils halt da, also es ist schwierig, es ist jeden Tag ein Challenge. Also ich bin nicht froh, dass ich keine eigenen Kinder habe, das bin ich nicht, hätte schon ganz gern, aber ich, ich bewundere Eltern, wenn die es wirklich schaffen, wie du sagst, ihren Kindern viel Freiraum zu geben, dass die sich möglichst frei entwickeln können, ein Netz bieten können, was ja auch nicht selbstverständlich ist, und halt, ja, das, diesen Spagat irgendwie auch täglich zu finden, weil oft, es gibt dann diese Phase, wo ja Eltern gerne uncool sind, ich kenne das ja immer, so zwischen 13 und 16 sind die Eltern ja eben so ganz komisch und man will mit dem gar nichts zu tun haben und dass man in der Zeit da irgendwie es schafft, sich trotz des Freiraums nicht zu sehr zu entfernen, die Kinder nicht zu weit gehen zu lassen, das glaube ich ist auch eine große Kunst. Na, weißt du, Manuel, du hast vorher die Gelassenheit angesprochen und da kann ich sagen, ich war in meinem Muttersein immer sehr gelassen. Also ich denke, da war ich immer schon in diesem dritten Raum, in diesem Raum der Gelassenheit, dass ich sie nämlich so sein lassen konnte und das auch nicht inflationär benutzt habe, dass ich da eingeschritten bin, sondern ich habe ihnen in zu großen Teilen ermöglicht, dass sie ihre eigenen Erfahrungen machen und natürlich auch mit den mit dem dann umgehen mussten, was dann daraus entstanden ist und da einfach nur geschaut, okay, ist jetzt der Impuls in mir, dass ich ihnen da helfe oder lasse ich sie damit eher? Ich muss lachen, weil gerade die Helena, ja, die mit der ich jetzt so ein wirklich unglaublich inniges Verhältnis habe, die war in der Pubertät, die hat sich an mir abgearbeitet, logisch, weil der Papa ist eingeknickt, also da, das war Haschpapi, reintreten und wohlfühlen, der war irgendwie, der war zu weich, verstehst du, da ging nichts. Und mit mir konnte sie sich abarbeiten und ich weiß auch, wie ich immer gesagt habe, ja klar, mach das, du kannst dich gerne an mir abarbeiten, weil sie wusste, ich knicke nicht ein und ich habe aber auch ich habe sie gelassen, also ich, ne, und es war ganz selten, wirklich ganz selten, sie hat mir das später mal gesagt, dass ich einmal, ne, einmal habe ich gesagt, so, und jetzt ist Schluss. Na, da war die Grenze überschritten. Ich sag, Und das war dann für sie, also sie hat mir das erzählt, ne, weil ich das ja so wenig oft gemacht habe, ne, das quasi das eine Mal oder so, ne, und da hat sie kapiert. Und dann hat sie sich auch entschuldigt und hat später dann mir gesagt, das war gut so, das war wichtig. Also, aber die meisten glauben ja ständig, dass sie irgendwie herumerziehen müssen. Ne. Das habe ich nie gemacht. Also, ich glaube nicht, dass man ein Kind erziehen muss. Wenn wir ein gutes Vorbild sind oder ein gutes Leitbild, das gefällt mir besser, dann nehmen sie sich das sowieso und orientieren sich daran. Ne? Ja. Jetzt haben wir eine schöne Stunde rum. Ich würde sagen, genau. Ja, genau. Zuschauer, was möchtest du denn unseren Zuschauern noch heute für heute oder für die kommenden Tage mit auf die Reise geben? Ich finde unseren Titel, das Leben, ein Kurs in Wundern, finde ich wunderschön. Und natürlich können wir das Leben hier nicht in einer Stunde irgendwie jetzt abarbeiten. Alleine das Wort ist ja schon abartig. Und ich denke, das ist ja auch gar nicht der Anspruch, sondern hier ist ein Webmuster, was sich durch alle, also ob es jetzt ein Blick oder ein Gespräch ist oder jetzt diese Sendung, es ist alles, es webt ineinander, auch das, was du machst. Das ist nur ein Fraktal, aber in dem Fraktal ist ja das Ganze enthalten. Und ich denke, wir haben über ein paar Aspekte dieses Kurs in Wundern haben wir gesprochen. Und die Haltung ist ja letztendlich das Wichtigste. Die Haltung, über die wir gesprochen haben, nämlich überhaupt, dass wir uns wundern können. Das heißt ja schon, dass wir nicht eine Voreinstellung haben, nicht eine vorgefeste Einstellung haben, sondern dass wir offen sind und uns wundern können und dann auch staunen können und wie die Kinder uns freuen können. Und ja, dankbar sein können und auch demütig dem Leben gegenüber, nicht anderen Menschen gegenüber. Wunderschönes Schlusswort, Käfin. Ich freue mich, dass wir beide heute mal wieder ein wunderbares Gespräch hatten und alle, die das dann im Nachgang noch sehen,
eine wunderschöne Woche und ich hoffe, wir sprechen uns demnächst mal wieder, Kevin. Gerne. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Alles Liebe, gell? Tschüss. Alles für euch. Ciao. Tschüss.